Ja, siebte Tagesprüfung, da sind wir dann in deinem Rennen, im Marathon der Rigo zum 60. Geburtstagsrennen. Das ist aus meiner Sicht auch die wohl beste Siegchance des Tages. Der Adonismo, der hat sich jetzt endlich gefunden, was es auch immer war, warum es auf A-Bahnen nicht funktioniert hat, aber er hat es jetzt seit einiger Zeit abgelegt und läuft sehr ordentlich Rennen. Ja, ist sehr beständig momentan und gewinnen muss man erst, aber er hat sicher eine Chance. Also unter den ersten drei sollte er wahrscheinlich schon landen, so wie er momentan drauf ist. Mal schon, ja. Siebter Tagesbewerb mit drei Teilnehmern. Ich denke, heute könnte es für Bauer Classic einmal ein vorteilhafteres Rennen geben als bei den letzten Mal. Fehler darf sich keinen erlauben, aber ansonsten sehe ich für ihn gute Siegaussichten, aber auch die anderen Teilnehmer durchaus mit Chancen. Ja, Bauer Classic hat letztes Mal keinen Fehler gemacht, sondern der ist am Fahrer gelegen. Ja, ich bin hier mit dem Rad touchiert eines Mitbewerbers, das war meine Schuld und deswegen hat er dann auch diesen Fehler gemacht. Ohne Fehler traue ich mir zum Sagen, dass ich ganz vorne dabei gewesen wäre. Und als Nachteil in dem Rennen befinde ich die 1600 Meter. Die eventuell aber für Bauer Maskl gut sagen, eine startschnelle Stute. Wie schon oft, du wirst keine Taktiken verraten, aber ich nehme mal an, die Conny wird diesen Vorteil nutzen. Ja, du musst die Conny fragen, aber das, was wir besprochen haben, geht in die Richtung.